Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Seven is Lie mit der V1.0. Hallo, mein Bein ist verstaucht. Und warum? Weil ich da oben runtergesprungen bin. Da von meiner Empore. So, ich habe jetzt meine ersten... Ihr seht's. Hier haben wir irgendwie... Ja, meine ersten Beete gebaut. Beete. Ich bete, dass die funktionieren. Die Beete. Sammelte Sand ist abgeschlossen. Was haben wir hier? Okay. Das hier ist nicht gut, was ich hier mache. Sollte meinen Lehm nicht hier nehmen. Ich guck mal eben, wo ich meinen Garten hinbaue. Da könnten wir eigentlich den Lehm wegnehmen. Was denn hier hin machen? Das wird doch gut aussehen, oder? Hinten beim Pool. Beim Pool wäre auch gut. Machen wir später zu. Denn wir wollen ja... Machen wir weg. Frage ist, graben wir aus oder nicht? Wir graben aus. Der Vorteil... ist... Ja. Sätze beenden, Opa. Das ist mein Shop. Okay. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt ist das Fleisch alle. Ja, wir müssen natürlich... Nee. Lehmboden schon wieder. Genau, wir machen hier eine komplette Reihe hin. Hier lassen wir frei. Das Laufsteg, ne? Lass mich gucken. Was ist das? Ah, da kann noch einer weg, ne? Gut, egal. Machen wir später. Das hier so dicht am Dingens war blöd. Nur mal erwähnt. So, einer geht noch. Was fehlt jetzt schon wieder? Schon wieder Lehm. Ja, das war nicht gut. Ich setze hier auch nicht direkt an die Wand. Da machen wir einen schönen Weg hin, ne? Ja, ich habe das bewusst jetzt mal reingenommen, dass ihr mal seht, was ich nachts hier so abliefere. Hier. Ja, komm. Genau. So, wir fangen hier an bei... So machen wir's. Hier bauen wir dann irgendwas hin. Genau so. 1, 2, 3, 4. Hier noch welche? 2 Stück. Dann ist das Fleisch alle. Ja. Sehr gut. Die setzen wir noch. Nehmen aber trotzdem schon mal den hier weg. Den Lehm. Weil wir den brauchen. Oh, hier bleibt der Weg. Sandform. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier hinmache. Das ist noch die Frage. Sag mal, Baublöcke. Da irgendwas Schönes draus bauen, ne? Baublöcke, die eventuell aufwerten. So, den dann noch hier hin. Genau, dann gehen wir hoch und nehmen uns
Alles, was wir an Saatgut finden. Ja, mein Bein war ein bisschen doof. Ja, ich brauche einen anderen Eingang. Ich werde auch hier bleiben. Ich werde nicht weggehen. So, das Bein kann dann schon mal wo sich hinheilen. Wir brauchen jede Menge Gammelfleisch. Der Garten muss riesig werden. Können wir auch was Gutes kochen, ne? Nicht wahr? Yucca. Können wir Yucca-Saft herstellen mittlerweile? Entschuldigung. Ah, der kam so unverhofft. Der Nisa. Ich hoffe, es kommen nicht noch ein paar. Mais setzen wir auf jeden Fall. Was haben wir denn überhaupt noch? Heidelbeeren? Ja gut, wir setzen alles, was wir haben. 1, 3, 4, 8. Wir haben 9, ne? Können wir noch einen Mais herstellen? Haben wir 9? Haben wir 7? Keine Ahnung. Ja, ich muss nochmal ins Moped. Ich habe den ganzen Kram im Moped. Und ja, Holz müssen wir trotzdem mitnehmen. Zum Aufwerten. Ja, das machen wir dann später. So ist gut. So, wir haben jetzt 2.50 Uhr. Ja, es dauert ein bisschen zurück zum Händler. Machen wir dann. Ach, Entschuldigung. Ist doch nicht so weit. Springen wir jetzt nicht mehr hier runter, weil das ist tödlich. Ich habe aber auch gar nichts mehr gemacht, dass ich hier von innen hier hochkomme. Das hatte ich zugemacht. Müssen wir uns mal angucken. Boah, es gibt's ja nicht. Ist da nichts passiert? Hier irgendwie hochkommen. Oh, das sind auch 5000er, ne? Die Decke. Vermute ich mal. Ne? Oh. War knapp, ne? So gut. So, hier kommt jetzt auch so schnell niemand hin. Denn wir machen hier auch zu. Ist da irgendein Rahmen drin oder was? Ja, hier, ne? Haben wir da mal erstmal unsere Ruhe. Hier muss ja auch keiner von der anderen Seite rein, ne? Also hier können wir offen lassen. Wenn hier was ist, können wir ein bisschen klopfen. So, das ist doch einfacher als das ganze Zeugs da draußen. Komm, das machen wir mal weg. Nein! Ohio. So, hier gucken wir dann, dass wir uns hier was bauen. 5000, ja. Weg damit. Und hier habe ich das wieder so hochgepusht hier. Auf 3 Minuten, dass ich mal ein bisschen Ruhe hier machen würde. Nein. So, dann machen wir hier die wieder weg. Machen auch hier wieder zu. Ja, machen wir so. Dann machen wir eine Gaube hin.
So kriegt man auch die Nacht rum, ne? So, dann machen wir oben einfach eine Platte drauf. Geht schon so. Dann haben wir hier wieder zu, fast. Fast aber nur. Da ist noch ein bisschen offen. Machen wir die ganze Ecke hier. Gute Dachdeckerkunst. So, wir haben Tag 14. Wir gehen jetzt zum Händler. Und machen dann. Ach, ist das blöd. Kann man lassen, das jetzt erstmal so. Wir werden dann bei Gelegenheit aufräumen. Ja, genau. Wir gehen zum Händler, fahren dann nach Hause. Haben wir hier noch was drin? Wasser, da wollte ich eigentlich Yucca-Saft von machen. Mal schauen, können wir den schon? Ja. Den werden wir aber hier lassen. Ich habe nur ein Wasser. Ne, ich habe 7 Wasser. Ach Gott, da liegt noch ein Haufen Kaffee drin. Gut, den warten wir noch ab. 37 Minuten ist zu viel. Den warten wir noch. Wir haben ja Zeit. Es ist ja. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Ich habe ja überhaupt noch keine Fallen, nix. Das heißt, wir können jetzt nur gucken, dass wir mit der Munition, die wir haben, was wir auf jeden Fall noch machen. Ist mein Bein jetzt wieder okay? Ja. Nee, 16 Sekunden. Hier würde ich dann doch gerne aufwerten. Er hatte die Geduld. Ne, sie. Es ist ja eine sie. Opa. Die lassen wir erstmal so. Was wollte ich denn jetzt machen? Oh Gott. Bisschen Dreck weg. Achso, mein Garten. Genau. Da ist er. Wir haben 9 Blöcke. Ich hätte doch noch eins können einpacken. So, wir setzen diesen einen hier hin. Dann machen wir 4 Maisfelder und schon haben wir genau die Chrysanthemen für den Tee. Und eine Beere de la Heidel. So, dann gehen wir als Moped. Habe ich jetzt alles gesetzt? Genau, gehen als Moped, nehmen da alles raus, räumen nochmal alles weg, was wir noch hier rumfliegen haben. Und dann gucken wir, da bleiben wir mit dem Eingang da hinten erstmal. Genau. So, da nehmen wir erstmal alles raus. Tanken das Ding voll. Machen auch den Sprit wieder rein. Und bringen den Rest hoch. So, wir können jetzt hier. Das ist blöd gemacht. Ich muss das ändern. Können wir auf dem Sims hier? Kommen wir auch nicht weit. Ne. Könnten wir machen. Aber nicht heute. Nicht jetzt. Da hoch. Es wird auch demnächst ändern. Sich ändern. Ja, ja. Alles gut. So. Ja. Rohstoffe. Das Holz kann auch wieder zurück. Warte. Wir machen jetzt erstmal alles weg. Das weg. Das. Oh, wir müssen was essen. Was ist denn hier los? So, Getränke. Natürlich auch.
Das brauchen wir. Das kommt rüber. Kohle. Die Heilmittel. Das geht auf alle Fälle mit. Das auch. Wir haben noch Kaffee. Den können wir auch mal kurz reintun. Sind da noch Kaffee am Kochen. Nehmen wir dann mit. Oder Yuka. Was haben wir denn? 6 Minuten. Brauchen aber noch 10, 11. Oder 12. So. Gut. Muss ich irgendwas mitnehmen? Ich habe noch gar nichts. Wir gehen jetzt mal zum Händler und gucken mal. Irgendwie. Ja, hier habe ich jetzt. Wo habe ich denn jetzt. Vielleicht die. Wo habe ich denn jetzt die Treppe dahin gebaut? Ja. Das ist keine Treppe, ist eine Leiter. Ah, das kommt noch anders. Das kommt alles anders, als man denkt. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich. Habe ich jetzt das Moped? Hier. Genau, wir gehen zum Händler, kaufen noch ein bisschen Muni, dass wir die Hordenacht gut überstehen. Vielleicht machen wir da noch was. Mal gucken, es sind ja früh dran. Weil ich habe die Zeit wieder normal stehen, ne? Also das geht jetzt recht zügig. Aber Hordenacht wird es heute keine geben, die machen wir morgen, also beziehungsweise in der nächsten Folge. Wir können auch hier rein. Nur mal so erwähnt, ne? So, hast du Muni? Oh, Schrotflinte. Ist ja schön. Wir haben nur keine. Wir haben keine Schrotflinte. Holz brauchen wir nicht, Griff brauchen wir nicht, Waffentaschenlampe brauchen wir auch nicht, Kühlmaschen brauchen wir nicht, wir brauchen gar nichts. Du hast nichts für uns. Bleibt eigentlich nur das. So. Aufgaben brauche ich jetzt im Moment keine. Du hast keine Munition für uns, das heißt, wir müssen zum anderen Händler nochmal, ne? Die würde ich gern kaufen. Reparaturwerkzeug ist im Moment noch nicht ganz so. Fertigung von Samen. Krone. Knüppel. Knüppel. Immer auf jeden Fall mit. Ich kann mir dann den Vierer Espo-Schläger schon bauen. Ist uns allerdings noch nicht so wirklich viel. Er hat überhaupt nichts. Molotow-Cocktails, ja. Wären vielleicht gar nicht so übel, aber auf 225 einer. Ne. Würde ich sagen, wir fahren rüber. Da haben wir noch Zeug über. Und das reibt sich sogar. You can't beat that with a stick. Schade. Dachte, ich hätte ausgereicht. Passt hier noch was rein? Nein. Passt hier noch was rein? Nein. Den haben wir da schon drin. Messer vielleicht. Ja. Da haben wir allerdings verbaut. Etwas auch reintun können. Das hält nämlich auch nie so richtig lange. Ach, was mache ich denn? Der ist für die Ausdauerverbrauch. Ach so. Nee, das bringt uns eh nichts. Gut, lassen wir, wie es ist. Alles gut. So, dann hauen wir ab. Wir nehmen noch was zu essen mit. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ob wir noch. Ja, ich habe das andere Ding da reingestopft. Ne? Das hat uns schon mal sehr geholfen. Fahren jetzt rüber. Gucken. Beton. Hätte ich noch kaufen können. Wir gucken bei dem anderen Händler noch nach Munition. So, das zu Hause. Wo ist denn das? Bin ich verwirrt. Genau, wir fahren direkt zum Trader.
Norden. Norden. Da oben. Tankt hatten wir. Ja, müssen wir die Brücke. Ah, das ist ja diese Brücke, die kaputt ist, ne? Ist hier ein anderer Weg. Sicherheit. Ja. Haben sie gut gemacht, ne? So, ich mache da ein kurzes Break, bis wir wieder bei dem Händler sind. Da sehen wir uns beim Händler. Bis gleich. So, die Heimat hat uns wieder. Ich habe da ein bisschen Sprit gesammelt. Ein bisschen gedauert, man sieht es an der Uhrzeit. Empfangskomitee ist auch schon da. Guten Tag, alles klar. Ja, mehr Sprit nehme ich jetzt nicht mit, ich habe jetzt die Zeit nicht. Ich gehe jetzt zum Händler, gucke, dass ich noch ein bisschen was kaufen kann für die Horde-Nacht. Und da müssen wir mal sehen, dass wir so langsam aber sicher Fallen bauen können. Aber dadurch, weil ich das jetzt wieder in der normalen Zeit stehen habe, wird das schwieriger. Natürlich, logischerweise. Früher hatte ich 2 Stunden pro Tag, heute habe ich jetzt nur noch eine. Ob ich das so beibehalte, weiß ich noch nicht. Erstmal ja. Haben wir hier noch offen? Wir haben hier offen. Wieso ist der offen? Macht der nachts nicht mehr zu oder was? Bin wieder mal verwirrt. So, da ist nichts mehr drin außer Sprit. Ich stand noch ein bisschen dabei. So, Inventar. Pass auf, was du redest. So, Gugemammo. 762er. Nehmen wir komplett mit. Genau. Denn wir haben jetzt auch eine. Es ist ein bisschen gefährlich im Innenraum, ne? Rakete genauso. Ne, 9mm hat er keine, aber da haben wir noch einige. Hab da einen Teil gar nicht mitgenommen, glaube ich. Die nehmen wir mit. Jetzt haben wir noch ein Geld, 3,6. Ja, müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Gun, ja. Das verbessert die Handwerksfähigkeit in der Arbeitsstation. Ah, jetzt wird es hier so langsam. Im Geld. Elektrische Fehler, elektrische Fallen. Nehmen wir mit. Wir brauchen ja Fallen demnächst, ne? So, hast du vielleicht einen Generator? Hast du nicht. Dann schauen wir mal ganz kurz. Oh, da ist der Wasserfüller. 7,5 Jahre ist natürlich sauteuer. Aufschlagzünder, Munition. Explosionsschaden. Blockschaden 10. Wäre ja gut, ne? 2,5 Radius. Weiß noch nicht. Gucken wir mal gleich, was wir skillen. Shit, man, I treat you that good and you don't even fucking tip me. Ich hab noch eine Aufgabe von ihm. Oh, wir haben noch eine 3er-Mission von ihm hier. Okay. Könnte man sich überlegen. Die noch zu machen. Wir gehen jetzt erstmal kurz in die Order Base. Ne, erst geh mal kurz nach Hause. Ich habe dann den Rucksack jetzt voll. Das war ja da vorne rechts. Ja,
Ja, da kommen wir immer wieder hin. Ich werde wahrscheinlich das Gebäude da lassen für die Horde. Hier liegt ja, glaube ich, relativ zentral das Ganze. Natürlich werden wir auch die Pflanzen ernten. Aber zuerst räumen wir hier mal kurz weg. Okay. Denn der da. Teile. Fahrzeugteile. Fahrzeugzeug. Ihr Zeug. Chemikalien, weg damit. Essen. Können wir essen? So, die werden wir lernen. Achso, das, ja. Da werden nicht die Arbeitsstationen freigeschaltet, sondern die. Ja. Gut gemacht, Opa. Gut, dann machen wir das hier mal so. Essen lassen wir drin. Das räumen wir noch weg. Haben wir hier noch Essen drin? Ich weiß es gar nicht. Hier ist gar nichts drin. Hier haben wir noch Zeug, aber auch nichts gekochtes, ne? Egal, nehmen wir trotzdem mit. Maisbrot. Maisbrot können wir machen, ne? Besser als gar nichts. Hier 8. Ja, gepasst. Flüssiges Wasser. Komm, dann hauen wir eben nochmal Wasser hinterher. 5 Minuten extra. Das wäre 9. Da bitte. Ungefähr. So. Ah, das ist so eine gute alte, die ewig braucht, bis man sie nachgeladen hat. Ich weiß nicht, wie ihm geschah. Boah. Reichweite. Gut, aber... Gut, ich habe auch den Kopf nicht getroffen, ne? Okay. Können wir trotzdem nutzen für die... Apropos. Munition, da haben wir noch. Da haben wir noch. Ach, Munition sieht ja richtig gut aus. 9mm haben wir auch noch. Die will ich vermeiden. Schrot. Ja, Schrot. Ja, komm. Nimm auf jeden Fall mit. Warum nehme ich das überhaupt alles mit? Ich bin da noch gar nicht so weit. Ich brauche das noch erst später. Muss nachher nur dran denken. 1200. Was meint denn unsere Uhr? Ja, wir könnten noch eine Mission machen, bevor wir da hingehen. Mann, jetzt muss ich hier erstmal 2 Fackeln. Quatsch, ne? Bringen wir die mal hier hin. Mais ernten wir. Komm, den nehmen wir noch mit. Sonst nichts hier. So. Es gab immerhin 5. Das setzen wir die wieder. Erledigt. Wir nehmen Samen nachher mit. Wieder zurückfahren, also morgen quasi. Das kommt hier rein, das kommt hier rein. Das auch. Ich muss das hier wieder sperren, damit das wieder Hand und Fuß hat. Ich mach das jetzt. Nee. Nee. Stopp. Genau, das nehmen wir mit. Das auch. Haben wir erstmal genug.
Tränke haben wir da. Das kommt hier runter. Wir gehen jetzt die Mission noch durchziehen. Weißbrot bringt immerhin 10 Nahrung. Ja. Lass laufen. Komm, wir machen die Mission noch schnell. Ah, Baseballschläger. Den machen wir auch noch. Geht mittlerweile 3er. 40 geschmiedete Eisen, das gebe ich aus. Weiß nicht, was der bringt, wenn ich die... was war noch? 20 Holz, Leder, Klebeband. Zwei Klebeband. Hammer Klebeband, ja. Gut, wir bauen den. Dauert 3 Minuten. Das heißt, wir gehen in der Zeit die Mission gerade durchziehen. In 3 Minuten, klar. Hier nochmal kurz aufgeräumt und hier nochmal kurz. Gesichert. So, dann auf geht's. Dreier, das könnte jetzt... Nee, haut hin, ne? Ja. Achso, ich wollte ja eigentlich mal in die Base gucken. Ich bin ja auch verwirrt, ne? Aber ich kann da eh nichts machen. Ich habe ja noch nichts, um da irgendwie was aufzurüsten. Ich habe mir auch gar keine Mühe gegeben. Die Base ist hier. Direkt nebendran. Das Hühnchen. Volltreffer. Noch jemand? Außen. Okay. Ja, ich kann hier eh nichts machen. Runterfallen kann da nichts. Das ist alles noch gestützt und gehalten durch anderes Zeugs. Genau. So, draußen sieht es nach Regen aus. Natürlich. Es soll so anders sein. Was ist denn hier? Wieso kannten die überhaupt? Dem Hochklettern ist immer so eine Sache, ne? Ja, komm, ist egal. 13,7, komm, wir machen die Mission noch. Nur die Horde machen wir heute nicht mehr. Immerhin eine 3er, aber ist egal. 13 Uhr. Das eng wird, müssen wir so abbrechen, denn von hier aus jetzt dahin zu fahren, ist so eine Sache, ne? Kann man nur jetzt keine Zeit lassen hier, um zu looten. Bisschen vielleicht, ne? War es doch gar nicht tot. Kleiner Wicht hier. Zweimal getroffen, ne? Vorräte müssen wir holen. Die sind oben. Ja, du bist aber... Ach, sowas aber auch. Nehme ich hier Kaffee mit. Ich will hier nicht looten. Wasser vielleicht. Brauchen wir auch nicht. Wir haben... Ich wurde im Schrank versteckt, hä? Huh? Ein Baseballschläger nicht fertig.
viel bringt er mehr? Auch so viel ist es gar nicht, ne? Bringt 24, was bringt denn, wenn wir den zerlegen? Nur Holz. Ich ab. Ist auch ein bisschen doof, ne? So viel Zeugs. War so teuer, den herzustellen. So. Sind 31. Ja, wir sind ganz schön heftig. Hat uns einmal geschnappt, ne? So ist das. Hallo. So gut, dass ich hier die ganze Muni verballere. War sauteuer. So, Mission erfüllt. Natürlich nehmen wir den Hauptloot mit, den können wir jetzt nicht liegen lassen. Was ist das denn alles? Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich muss das kurz aufhacken. Ja, natürlich ist meine Axt kaputt gegangen und ich habe keine Steine zum Reparieren. Lustig. Hallo. Es reicht. Das können wir benutzen. Das können wir einbauen. Haben wir schon. Was ist nur für in. Für Kopfbedeckungen gedacht, glaube ich. Verwirrt. So, jetzt muss ich die auch so aufschlagen. Ich habe immer noch keinen Stein. Bisschen doof. Habe ich fünf oder sechs Schüsse abgegeben. Der letzte Schuss in der Kammer verursacht doppelten Schaden. Von mir aus. So, einmal aufräumen. Essen. Können wir gerne was tun. Den nehmen wir auch noch mit. Gleich draußen Stein aufsammeln und unsere Axt reparieren. Die sind sehr gut. So, das war's, ne? Ja, kommen wir hauen ab. Kommen wir hier runter ohne Schaden? Ja, da geht's. 16 Uhr, ja. Liegen gut in der Zeit. Ich werde hier noch ein bisschen rumeiern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Geh noch kurz zum Händler. Zur zweiten Blutmondnacht.
Es hat doch gerade eben erst geregnet. Wieso regnet es jetzt schon wieder? Schon mal gesagt, dass ich die Infrastruktur von Seven Days irgendwie nicht so wirklich gut gerne mag. Egal. Ein paar Tonaussetzer, ne? So würde ich sagen, ne? Gemüseeintopf ist auch nicht schlecht, aber da haben wir mehr von. Den kannst du haben. Der ist jetzt dahin. Hier haben wir zwar schon mal, aber gut. Kann weg. Oh, ansonsten. Ja. Wir nehmen Eier mit. Okay. Würde ich sagen, alles Gute. Ja, wir sehen uns nach der Horde Nacht und dann hoffe ich, dass du das überlebst. Und ich auch. Gut, gehen wir kurz nochmal heim. Vielleicht noch Verbundsteine, um ein bisschen was zu verstärken. Aber das mache ich alles jetzt offline fertig und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Zur Horde Nacht. So machen wir's. Gewittergeräusche sind einfach nur gut. Haben sie gut hinbekommen, ne? Okay, dann. Bis dann. Ciao, ciao.